willkommen zu unserem Weihnachtskonzert. Es ist jetzt schon das zweite Jahr, dass Kinder aus verschiedenen Klassen die Bläserklasse bilden. Wir sind aus den Klassen G5B, G5C und M5A. Das war das Kinderlied Schneeflöckchen, Weißröckchen. Das Kinderlied Schneeflöckchen, Weißröckchen wird als volkstümlich bezeichnet. Die Verfassung stammt von Hedwig Haberkerr, die zunächst Kindergärtnerin und dann Lehrerin in Breslau war. Als Tante Hedwig verfasste sie Erzählungen für Kinder. Danach in ihrem ersten Buch Geschichten für kleine Kinder Tante Hedwig kam auch die Geschichte Schneewolke vor, in dem das Lied Schneeflöckchen vorkam. Gleich während Sie hören, es ist für uns eine Zeit angekommen. Das Lied wurde ursprünglich von den Sternsingern gesungen. Im 19. Jahrhundert wurde das Lied halt aufgeschrieben von Alfred Leon Gassmann. Viel Spaß. Wir würden uns wünschen, dass Sie kräftig mitsingen. Herzlich willkommen. Als Pfarrer hier an der Stadtkirche darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen, wie in jedem Jahr hier zum
Advents-Weihnachtskonzerts der Alfred-Wegener-Schule. Auch im Namen der Kirchengemeinde darf ich Sie alle ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie da sind und ganz herzlich willkommen auch an alle Aktive, die jetzt schon rausgehen. Einige sitzen noch hier, andere kommen gleich wieder rein. Schön, dass wieder so viele dabei sind, so viel Mühe sich gemacht haben. Alle Jahre wieder darf ich hier im Kirchheiner Dreigestirn diese Begrüßung wahrnehmen und freue mich, wenn die Kirche so richtig brechevoll ist. Seit Montag wird hier geschleppt. Bei der Gelegenheit weise ich gerne darauf hin, es gibt einen Aufzug. Die Schüler beim Aufbauen haben das kräftig genutzt und davon profitiert, aber natürlich ist der nachher auch noch offen und kann gerne genutzt werden. Und wenn es dann soweit ist, hier losgeht, dann ist für mich als Pfarrer auch das sichere Zeichen, jetzt ist Weihnachten nicht mehr weit, jetzt muss ich mich an meine Arbeit machen, darf mich aber heute Abend nochmal an dieser tollen Musik und dieser tollen Atmosphäre freuen und gut auf Weihnachten einstimmen lassen. So, das geht auch. Aber vielen Dank. Vielen Dank für die Staffelübergabe, lieber Pfarrer Wilhelm, der als Hausherr hier begrüßt hat. Ich darf mich von Schulseite der herzlichen Begrüßung anschließen, freue mich, dass alle Jahre wieder tatsächlich hier ein volles Haus ist und wenn es draußen dunkel und kalt wird, hier drinnen hell und warm. Und es ist draußen auch ein bisschen leiser und hier drinnen sind harmonische, aber durchaus laut und hörbare Töne von ganz vielen unserer Musikerinnen und Musiker und wir haben einen tollen Einstand gefunden von den Jüngsten und von vielen, die hier dabei sind. Weihnachten ist ja verknüpft mit vielem, Weihnachten ist verknüpft mit Winter, mit dem Fest der Liebe und sicher auch mit dem Begriff Familie. Und wenn ich uns hier so sehe und in die Reihen gucke, dann erkenne ich doch viele Gesichter wieder. Das heißt, auf der einen Seite sind es natürlich auch Familienangehörige derer, die hier spielen und singen und etwas vorführen, aber auch, wenn man so will, im erweiterten Sinne eine große Familie, die AWS-Familie, wenn man so will. Und die besteht aus den jungen Musikerinnen und Musikern, aus einer Menge toller Musiklehrer und Musiklehrer, die darf man auch mal erwähnen, die sind ja mit dabei. Und die bereiten das Ganze natürlich dementsprechend vor, möchte aber auch nicht unerwähnt lassen, dass wir natürlich viele Helferinnen und Helfer auf der anderen Seite haben, auf der anderen Seite der Bühne, wenn man so will. Da sind bei Beleuchtung und Ton, Technik AG dabei, die wird auch immer wieder gern genannt, aber die steht eben nicht in der ersten Reihe. Da gilt mein Dank auch nicht zuletzt den Hausmeistern, dem Küster Herrn Tetzlaff und an einer Stelle will ich eine Gruppe noch erwähnen, wer durch den Haupteingang hereingekommen ist, hat eine kleine Gruppe erwähnt. Steht doch mal auf, ihr, die ihr Uniform habt, in der vorletzten Reihe da hinten. Das ist die Gruppe, die immer dann am wichtigsten und wertvollsten ist, wenn sie nicht gebraucht wird, nämlich der Schulsanitätsdienst. Stets dabei bei großen Veranstaltungen. Danke, dass ihr da seid. In diesem Sinne einen wunderschönen weihnachtlichen Abend. Herr Korte, bitte. Ein herzliches Willkommen auch im Namen des Fachbereichs Musik. Wir haben ein schönes Programm zusammengestellt für Sie mit traditionellen Weihnachtsliedern. Weihnachtsliedern aus der Jazzmusik und aus der Popmusik und auch mit Liedern und Stücken, die ursprünglich gar nicht für Weihnachten gedacht waren, die aber in ihren Texten Aspekte der Weihnachtsbotschaft aufgreifen und sie für die Gegenwart formulieren. Es ist heute Abend ein Konzert von unseren Schülern. Viele Beiträge sind tatsächlich von unseren Schülern ausgewählt und nicht von uns Lehrern oder sogar von unseren Schülern komponiert für heute Abend. Und es ist ein Konzert auch für andere Schüler, denn wie immer wollen wir am Ende des Konzerts für Kinder sammeln, die aufgrund ihrer familiären Verhältnisse keine Möglichkeit haben, eine Schulbildung zu erhalten. Diese Kinder gehören in Indien zu den Ärmsten der Armen und es gibt ein Schulprojekt dort. Sie finden mehr darüber auf der Rückseite ihres Programms und für dieses Projekt möchten wir heute Abend am Ausgang sammeln. Ein Konzert von Kindern für Kinder, von Schülern für Schüler. Organisatorisch möchte ich Sie noch gerne bitten, dass wir während der Darbietung, während der Vorführung die Türen geschlossen halten, damit wir uns hier vorne konzentrieren können und Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer sich auf die Musik konzentrieren können und nur beim Wechsel der Gruppen, falls es unbedingt nötig ist, einmal die Kirche kurz verlassen oder wieder reinkommen. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und hinter mir steht schon
der nächste Beitrag, der Chor und mit ihrer Leiterin Frau Hanstein. Special, and the critics will question, but the strongest survives, and that's scary.